So, ich bin jetzt erstmal zum nächsten Ort geflogen, die Tindara-Mine. Das Problem ist, dieser unbekannte Ort, ich bin jetzt unten in dem Bereich, wo die Kisten waren, auf das gesunkene Fahrzeug. Ich bin jetzt den gesamten Ort von hier vorne, also von diesem Bereich bis hier unten, habe ich wirklich den gesamten Bereich jetzt abgeschwommen, unter Wasser. Und es ist nicht aufgetaucht, dass irgendwie der Ort freigesetzt wurde. Und mir reicht es jetzt auch. Also dieser Ort, der ist jetzt außen vor. Der geht mir jetzt am Arsch vorbei. Für mich zählt er jetzt einfach mit, weil ich habe ihn ja gefunden und gut ist. So, wollte ich nur mal ganz kurz so am Rande gesagt haben. Ich glaube, ich hatte jetzt auch gar nicht den Timer schon wieder angestellt. Ist aber auch egal. Komm, den Timer stelle ich erst an, wenn ich dann in der Shanat Arena bin. Das lasse ich jetzt einfach mal so als... Es wird jetzt eine kleine Special-Folge. Mal sehen, vielleicht ist das jetzt auch schon die... die letzte Folge wird es bestimmt noch nicht, weil die Geiselrettung, die müssen wir ja von der letzten Festung ja auch noch machen. Und wer weiß, wie lange das in, also zeitlich in Anspruch genutzt wird, ne? So. Also, hier haben wir jetzt die Dolpo-Ruinen. Sehr nice. So, und gleich hier zum nächsten. So, ich gucke nur noch mal ganz kurz hier rein, ne? 234 von 240. Ja, gut, das, ne? Lass ich jetzt aber mal so stehen liegen, nicht wahr? Und wie gesagt, den Timer werde ich dann erst starten, wenn ich auf dem Weg zur Shanat Arena bin, beziehungsweise wenn ich dann da loslege. Ne? So. Ja, Testerfelder. Okay. Alright. So, jetzt haben wir hier vorne noch einen. Mal sehen, ob da auch noch irgendwie so ein Buggy-Ort dabei ist, der sich irgendwie nicht gedingsen lässt. Bin ja mal gespannt. Altes Kaderhaus. So, dann, ja, am besten erstmal hier vorne hin. Also wie gesagt, wenn das mit dem Ort jetzt leider buggy ist, dann kann ich das leider nicht ändern. Also das tut mir dann wirklich leid. Aber, also meiner Meinung nach habe ich den Ort gefunden. Der müsste eigentlich freigeschaltet sein. Und mehr als jetzt hier nochmal eine halbe Stunde rumzuprobieren. Nö, das sehe ich nicht ein. Weil bei jedem Ort, den ich jetzt hier so, ich sag mal, knapp bestätige, geht das jetzt hier schon wieder los. Stell dich mal hin. Danke. Ah, die Sadutri-Höhle. So. Dann brauchen wir noch den. Ja, komm. Bin ja schon am Starten, ne? Du brauchst jetzt hier keinen Rabatz machen. So, das müsste doch eigentlich auch so funktionieren, oder? Pulverfassbrennerei. Sehr schön. Ja, komm, die Kisten lassen wir da jetzt auch mal so am geringsten Dingens liegen und sitzen und stehen und ne? So, dann müsste das ja jetzt der letzte Ort sein, weil 238 müssen wir jetzt haben. Nochmal ganz kurz gucken. Ja, 238 und 240. Sehr gut. Also, auf zum letzten geringsten Ort.
Weil ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo ich jetzt mit dem letzten Ort, wo ich da noch suchen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist mir leider ein Rätsel, was mir wahrscheinlich verborgen bleiben werden soll. Okay. Ja. Ja? Aber egal. Ist jetzt, ist es wieder eine Höhle oder ist es einfach nur ein Ort, den man so erreichen kann? Ein Adler, wenn ich das schon wieder höre. Ich höre solche Ohren. Vapas Chapalaya. Na, perfekt. Ja, komm, also die zwei Kisten, ne? Guck mal, wir haben schon wieder 1,5 Mille. Und, ja, wie gesagt, diesen einen Ort. Es tut mir jetzt zwar leid, aber ich bin sogar hier auch nochmal auf und ab geflogen. Und es hat leider nirgendwo geschaltet. Also, ist es leider so nicht mehr möglich. So. Dann starte ich jetzt erstmal den Timer. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange jetzt die Folge schon läuft. Wieso bin ich jetzt gerade am Knien gewesen? Ich frage gar nicht. So. Alright. So, dann starten wir jetzt am Start den Timer. Dankeschön. So. Dann hoffe ich mal mit Level 10, das wird nicht so lange dauern. Grüß dich, AJ. Ich kenne diesen so. Ja, dann machen wir das am besten hier mit den Ründchen so, ne? Lustig. Bitte in wenigen Sekunden beginnt das nächste blutige Massaker! Lasst den Kampf beginnen! Huh? Moment. Ja, das geht ja schon mal sehr gut los, ne? Wunderbar! Du blödes Arschloch! Du kleine alte Drecksau. Alter. Wird er diesmal in der Arena überleben? Nein. Der Countdown läuft gleich ab. Bereitet euch auf den Spaß vor. Wir spawnen bei mir hier gleich zwei Wölfe, ne? Sind ja auch mal Sterne gegen ihr Spackos? Ja, wenn man einmal den Punkt erwischt hat, dann ist eigentlich soweit alles im grünen Bereich.
freue ich mich ja jetzt schon drauf. Was soll ich machen? Also, ne? So nicht. Ja, Gott sei Dank. Also, ne? Also die erste Runde war ja gerade ein bisschen unfair, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben, ja. So. Es wird aber ganz schön lange dauern, bis ich da auf Level 10 bin, ne? Also. Eieiei. Er ist wieder da. War sein letzter Sieg reines Glück oder ist er wirklich so gut? Das ist alles Glück. Vielleicht werdet ihr Zeuge der größten Spiele in Kyrat. Halten aber ganz schön viel aus, ne? Danke, nehme ich. Langeweile, ja, weiß. Gibt da noch einer? Tatsache. Zwei sogar. Ja. Die entscheidende Phase. Ja, hi. Haben wir. So. Da ist ja noch einer. So. Hallo? Wer hat jetzt geworfen? Ja. Danke, super. Ja, komm, gibt's einen Applaus für AJ. Super. Alter. Und das soll ich jetzt die ganze Zeit machen bis Level 10? Alter. In der Shadows Arena! In wenigen Sekunden geht es wieder um Tod oder Ruhm! Ich glaube, das werde ich wirklich ausgehen.
selbst, was willst du denn noch bekommen? Bitte was? Das sind leider zu wenig XP, die ich dafür bekomme. Also hier in der Liste, ne? Das dauert viel zu lange. Warte mal, wir haben jetzt noch 19 Minuten. Ich habe jetzt in der Zeit, wo jetzt die Zeit läuft, ich glaube, 4 Anläufe, beziehungsweise das ist jetzt, glaube ich, der 5. Anlauf. Und da habe ich jetzt fast gerade mal ein Level geschafft. Pass mal auf. Weil das, nee. Das, also das, nee, das werden wir mal ein bisschen gedingsen hier, ne? Pass mal auf. Wir werden uns jetzt erstmal um die letzte Geiselrettung hier gedingsen. So, und wenn wir das dann geschafft haben. Ein Fischerdorf wurde von der königlichen Garde besetzt. Sie haben Geiseln genommen, weil sie glauben, so einen Gegenangriff des Goldenen Pfahls verhindern zu können. Beweise ihnen, dass sie falsch liegen, indem du alle Gardisten tötest und die Geiseln befreist. Alles klar. Ich kann nicht weg. Die haben meine Freunde in einen noch hoffnungsloseren Ort gesetzt. Ich kümmere mich drum. So, hier können wir starten. Dann machen wir das doch mal. Oha. Der perfekte Ort für sowas. So. Rette mindestens 2 Geiseln. Okay. Mal gucken, ob wir das, ne? Und so. Also eine Geisel habe ich da schon mal Dings gesehen. Ich kann aber irgendwie nicht glauben, dass das jetzt wirklich nur 4... Ah, hier, guck mal, da ist doch nämlich noch einer. Auf.
Hm? Okay, das waren also noch nicht alle. Ein Schlawutzki scheint sich da noch versteckt zu haben. Die Frage ist nur, wo der Pimmelkopf steckt. Yeah. Boom, Baby. Ich kann doch nirgendwo mehr hin. Bitte. Ich kann doch nirgendwo mehr hin. Ich bin frei. Die fangen mich doch wieder ein. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich... Sehr, sehr nice. So. Dann nochmal ganz kurz hier in den Fortschritt reingucken. Alle Geiseln gerettet, alle Bomben entschärft, bewaffnete Eskorte, alles erledigt. Hier auch alles gesammelt. 99,93%. Gut, jetzt fehlt halt noch diese eine bescheiden schöne Waffe, die wir halt erst kaufen können, wenn wir Level 10 in der Arena erreicht haben. So, jetzt haben wir auf der Uhr noch 13 Minuten. Also 14 Minuten. Na gut, dann werden wir da noch eben weitermachen. Ich habe jetzt bloß keine Ahnung, wie lange das jetzt noch dauern wird, bis wir da halt auf Level 10 sind. Weil ich denke mal, wenn wir jetzt den Endlos-Modus machen, da kriegen wir sogar noch weniger XP dafür. Hey, Titten. Naja, geht ja nicht anders, ne? Also wir haben fast Rang 5 erreicht. Waffenherausforderung muss mindestens 3 Sterne erreichen, um zu gewinnen. Kann man höchstens dann hier nochmal so, ja, ein paar probieren. Ja, was weiß ich. Ja, wir probieren mal den Flammenwerfer. Vielleicht, ja, vielleicht gehen wir so hin. Keine Ahnung. Wettet viel und wettet hoch. Die Schlacht wird gleich beginnen. Seid ihr bereit? Ne, irgendwie nicht. Bin ich schon. So. Oh, das Match kann jede Sekunde vorbei sein. Wir sind schon ganz schwindlig. Die Anfangsrunde ist immer die leichteste. Mal sehen, wie er eine echte Herausforderung meistert. Was glaubst du aber nicht? Genau, sieht man schon sterben.
Dann bin ich schon zufrieden. Eventuell noch ein bisschen Munition zum Nachfüllen. Irgendwie nicht. Okay, ihr Schätzchen, es ist Zeit für die nächste Runde! Ulle, ulle! Das wird jetzt ein bisschen gedings, ne? Ey! Hallo, Meister! Du musst jetzt auch schon längst tot sein. Wenn schon wie feige Sau, so viel Zeit muss sein, ne? Arschloch. Diese Runde ist gleich vorbei. Hat es euch nicht gefallen? Sollte es aber, sie gaben ihr Leben für eure Unterhaltung. Wir werden mal ein bisschen eher nachladen sollen. Höchste Zeit, dass die Action weitergeht. So, die beiden sind schon mal weg, wunderbar. Ey. Hallo? Zack. So. Oh Gott. Nur schwarz böses. Letzte Runde. Nö! Scheiße! Wenn ihr keinen Spaß habt, rettet ihr nicht genug! Zeigt mir! Toll! Perfekt! Warum denn nicht? So, genau, lade erstmal nach. Ja, natürlich! Mhm! Na klar! Ich habe nichts Besseres zu tun, ne? Ach, das ist tot. Alles klar. Bitte nicht nachladen wollen. Pisse. Jetzt beendet, Gott sei Dank. So, was gibt es da jetzt für XP? Mindestens 3 Sterne. Naja, das... Wow. Also das hat es ja richtig gebracht. Na? Wow. Also, nee, also die Dinger brauchen wir gar nicht hier weiter verwurschteln. Also das bringt Dave. Da sitzen wir ja morgen früh noch hier. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, also... Kehrt zurück! Kommt
Eine Runde würde ich jetzt ja, hier noch mit reinbringen. Ich höre schon wieder Wölfe oder Hunde oder was es auch immer für Viecher sind. Hey. Ich wollte die Waffe hier annehmen. Na, perfekt. Ich kann richtig gut treffen. Ich merke das schon. Ey, geil, Kopfschuss. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Hey, danke. Nee, lass mal. Nee. So, heilen! Das gibt's doch wohl nicht! Das kann's echt nicht sein. Da gibt es viel zu wenig Punkte für, wenn man den Kampf verliert. Und wenn du die drei Runden überlebst, dann gibt's auch hier nur maximal oh, einen kalten Händedruck. Nee, Leute, ich... ja, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich, nehme auf. Ich mache das mal kurz so. Die restlichen Runden werde ich mal eben off-cam machen. Ich, melde mich dann gleich wieder. So, ich glaube, ich kann jetzt schon mal die Aufnahme wieder starten. Es hat jetzt, ja, so gute 3 Stunden gedauert, bis ich diesen Kram hier endlich fertig bekommen habe. Also, es ist jetzt noch... Ich hoffe mal, dass es jetzt noch eine Runde ist. Also 310 XP fehlen mir jetzt noch zum Rang 10. Und den versuchen wir jetzt nochmal in der Aufnahme zu holen. Macht euch bereit für die besten Kämpfe von ganz Kyrat! Ja, die Runden sind saumäßig. Aber wenn jetzt in der dritten Runde hier schon so viele gepanzerte Typen auftauchen,
ist das eigentlich so gut wie unmöglich. Und das hatte ich leider öfters getan. Dass es an dieser Runde meistens gescheitert ist. Das heißt aber nichts. Letzte Herausforderung ist immer die schwierigste. Und wenn ich das dritte Level geschafft habe, dann scheitere ich meistens an der vierten. Genau deswegen hat es auch so lange gedauert. Ja. Okay. Gut. Haben wir doch mal ein bisschen Glück gehabt. Sehr schön. So. Damit haben wir es jetzt, glaube ich. Gott sei Dank. So. Fortsetzen und raus da. Ja. Boah, Alter, jetzt bin ich aber wirklich durch. Die einzige Waffe Bushman ist jetzt am Handelsposten verfügbar. Alles klar. Wir werden uns mal ganz kurz zum Haus der Gales rüber bedingsen. Wir gehen hier mal ganz kurz die Leiter hoch. Wir kaufen diese hammergeile Waffe noch. Ja, ja. Kaufen und anfassen, einzigartig. Und hier ist er. Gut. Okay, dann werden wir jetzt nochmal eben kurz hier in den Fortschritt reingucken, damit auch jeder sieht, dass wir es wirklich jetzt geschafft haben. Also, Kampagne, soweit alles abgeschlossen, genau wie die offene Welt. Außenposten, Festungen, Glockentürme. Das Karma-Level haben wir auch aufs höchste Level gebracht, wie es möglich war. Wir haben alle Waffen freigeschaltet, wir haben alle Fahrzeuge gefahren. Wir haben alle Fähigkeiten freigeschaltet, wir haben alle Herstellungen abgeschlossen. Wir haben alle Aufgaben und Aktivitäten erledigt, also Auge um Auge. Attentat, Jagd auslöschen, Jagd überleben, Jagd Vorräte. Die Kyra Fashion Week haben wir auch erledigt. Der Goldene Pfad Nachschub haben wir auch alles geschafft. Genau wie das Propagandazentrum und natürlich auch die Geiselrettung, bewaffnete Eskorte, Bombenentschärfung. Die Kurati-Films Rennen und Überleben haben wir Gott sei Dank auch alles geschafft. Pagans Zorn haben wir dreimal erledigt und die entführte Fracht haben wir auch dreimal gedingst. So, wir haben jetzt bei den sammelbaren Objekten haben wir natürlich auch alles gesammelt. 20 verlorene Briefe, 20 Tagebucheinträge, die 40 Money-Mühlen, die Masken von Yalung und natürlich die Propagandaposter. Und hier unten sehen wir es. Insgesamt 100%. Wow. So, und wie gesagt, dieser eine Ort, den hätte ich natürlich gerne noch dabei gehabt, genau wie hier von König... Moment, da fehlt noch was? Wieso, was fehlt denn da noch? Also das... Habe ich noch irgendwas da übersehen? Wahrscheinlich ja. Hm,
Das ist ja sehr komisch. Aber naja, gut, kann man dann eben nicht ändern. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Dieses Projekt ging doch länger, als ich eigentlich erwartet hatte. Beziehungsweise hätte ich das jetzt wirklich nicht auf 100% gespielt, dann wären es wahrscheinlich so 70 Parts geworden. Aber dadurch, dass wir ja wirklich auf 100% jetzt gezockt haben, ist es ein bisschen mehr geworden, als ich es erwartet habe. Aber was soll's, das wird jetzt alles mit Schmackes hochgeladen und dann habt ihr erstmal einiges zu gucken. Was jetzt als nächstes Projekt folgen wird, das weiß ich leider noch gar nicht. Da muss ich nochmal so ein bisschen hin und her überlegen. Also steht zur Auswahl wahrscheinlich GTA 5 oder eventuell Just Cause 3. Aber wie gesagt, wenn diese Folge zu sehen ist, dann wird es wahrscheinlich, also das andere Projekt, das wird dann schon längst zu sehen sein. Auf jeden Fall auch ganz lieben Dank an den guten Avatar 2209 für die ganzen Kommentare, die er fleißig unter jedes Video bisher geschrieben hat. Und natürlich auch für den Death Counter, da werden auch wieder einige Tode zusammengezählt. Und ja, mal schauen, was uns im nächsten Projekt erwarten wird. Wie gesagt, man sieht sich im nächsten Projekt. Vielen Dank fürs Zusehen und macht es gut. Tschüssi!